Willkommen. My name is Sean Huggins. I'm an American living in Germany, and on this channel, I'm looking to learn all about life in Germany and Europe in general through watching silly videos and stuff on the internet with you guys. So, if you enjoy, consider subscribing. We got new videos every single day. And with that being said, let's hop straight into it. So today we got the third and final part of the reaction to Mango's coverage of Reddit r/place. And how Germany completely dominated it. If you haven't checked out the other parts first, check the links in the description. We got all the different parts linked down there. And while you're there, check out the links to my other socials, including my vlog channel. But at any rate, let's get back into it. The last time we left off, the canvas had just doubled in size, and it's a mad dash to claim as much territory as possible. And it looks like right here, we're in the middle of Germany building the Autobahn once again. I'm just going as fast as possible across the entire map. So, let's continue. Let's dive right in. Ach, der Katze, gerne, kein Problem. Aber das RVNX steht. Ich habe gar keine Katze. Du hast keine Katze. Was? Toni, das war Banter. Ich habe nicht wirklich was gegen dich. Alles gut. Aber ich bin da wie die deutsche Flagge in r/place. Ich schlag halt gern zurück. Aber zurück zu wirklich bedrohlichen Feinden. Nicht mal 10 Minuten nach dieser Szene konnte jeder, der nicht legal blind ist, mit einem schnellen Blick auf den Canvas spotten, dass irgendwas nicht stimmt. Ein großer grüner Farbstrahl verbreitet. Is that the Grinch's penis? What is that? Die sich rasant über die belgische sowie unsere Flagge und selbstverständlich ließ so etwas keine Zeit zu verschwenden. What? Und wir handelten sowohl mit Pixeln als auch mit Research. Was zur Hölle ist hier los? Wee-woo! Defense! Okay, Defense ist der Call. Die Erweiterung wird pausiert. Defense! Defense! RIP Deutschland, du hast noch nicht oft genug zugeguckt, glaub mir. Das ist keine Chance. Nee. Außerdem haben sie auch den Fehler gemacht, vor Belgien zu crossen. Die Belgier sind halt auch eine gigantische Community, also großer Fehler von denen. Der Typ greift uns mit 151.000 Viewern an. C-O-M-E. Soll er versuchen. Aha. Jetzt schon am Zurückziehen, ja? Good luck, mein Freund, good luck. Sobald dein Stream aus ist, ist es spätestens vorbei. Hier geht das Void wieder los. Mal sehen, wie lange sich das diesmal halten wird. Damn. Oh, er verliert. Er hat sich. Guck mal, er macht's kurz. Funktioniert nicht, wir gehen woanders hin. Und zack, wieder verloren. Ist immer das Gleiche. Die Streamer-Aktionen sind immer vorhersehbar. Richten eine Menge Schaden in kurzer Zeit an und kommen dann nie wieder. Die haben halt keine Ausdauer. Dies sollte nicht das letzte Mal gewesen sein, dass so etwas passierte auf r/place. Dude, it's so crazy how every, like, streamer across the world just goes so hard at this. Every Reddit community across the world goes so hard at this. Like, it's so crazy to me. Den dritten Tag könnte man berechtigterweise den Tag der Streamer zeigen. Dude, how fast that thing gets put in there. Denn viele große englischsprachige, französische sowie spanische Streamer bekriegten sich oder rollten über kleine Communities erbarmungslos drüber, wieder und wieder und wieder. Und auch Deutschland blieb von einem Versuch davon nicht verschont. Einem sehr unterhaltsamen, würde ich sogar behaupten. Aber zuerst wurde noch eines der in meinen Augen bisher besten Artworks der Flagge kreiert und umgesetzt. Es gibt ein neues Ziel. Einmal die belgisch-deutsche Kreuzung in Erster Weltkrieg-Trauer-Dingens. Das finde ich gut. Das ist sehr, sehr cool. Hier, Leute, das ist das neueste Ziel. Wann Belgien einnehmen? Nie! Bei dem Bild gerade fragst du, wann Belgien annehmen? Hallo! Let's go! Genau hier. Das passiert rechts außen. Oh, it's so good. Schwierig. Was sagt allgemein dazu? Rechts ist Verteidigung angesagt. Das ist wohl eine Aktion aus diesem Stream hier. Schwierig. Make a heart with Germany. Du kannst nicht über die German Flagge bauen und dann sagen, wir wollen heart mit Germany. Da muss man sich vorher melden und diplomatische Lösungen suchen, nicht einfach angreifen. Oh. Germany is here? Oh, no, they're not. They're not. They are. They are fighting it. They are. Germany's here? No, they're not. They're not. They are. They always are. Yeah, obviously. Should we go somewhere else? Yeah. Oh God, Germany's putting up a fight. What have I done? Stop, don't let Tommy will destroy. Oh God. I'm gonna fuck me up. I don't want to risk my alliance. Abort? Und ein weiterer Angriff abgewehrt. Oh mein Gott. So mit einer weiteren erfolgreichen Verteidigung im Rücken ging es der Deutschlandflagge erstmal wieder gut und wir hatten ganz plötzlich auch gar nicht mehr so viel Zeit, um uns um mehr zu kümmern. Zwei weitere Artworks, die zu uns im Stream gehörten, wurden nämlich auf eine recht kritische Art und Weise überrannt. Oh, Flamme, dude. Und Burp, Wee-Woo? Flamme und Burp, Wee-Woo? Okay, Leute, wir als Chat haben eine neue Aufgabe. Wee-Woo. Okay, das wird verteidigt. Setzt hier eure Pixel, baut das hier wieder auf. Ich schicke euch das Logo rein. Was ist das? Das ist riesengroß. Das ist nichts Kleines. Das ist Quackity. Oh no. Oh. Ja, Quackity ist nicht gerade klein. That's a problem, man. I think he's a pretty big streamer. Yes!
what Carl said, Chad. Can you guys hear Carl? Oh no. No. Wie viele Views hat der? Der hat 63k, leider. Oh no. Das wird schwierig, Leute. No, no. Nein. O7 im Chat, der Burp und das Auge, sie haben... Tschüss, Bruder. Uns einen guten Dienst erwiesen. So sehr wir es auch wollten, sich gegen mehr als 60.000 Menschen zu verteidigen, war auch uns nicht gegönnt. Aber auch diese beiden Artworks sollten sich noch woanders wieder angesiedelt finden. Und auch wenn diese Kleinigkeiten etwas belanglos scheinen mögen, war die Spannung noch längst nicht vorbei. Denn seit Stunden führte ein Streamer, mit dem wir schon einmal aneinander geraten sind, hinterlistige Pläne an. Arte? Arte? Oh, ja, gar keine Chance. Leute, Frankreich-Flagge, all in. Nee, das dürfen sie wirklich nicht. Nee, Miskif hat nicht wirklich angegriffen, oder? Er hat Frankreich angegriffen. Oh. Aber oh, die they're going for it. Die haben die, sie haben die vermischt. Die gehören nicht zu denen. Die gehören nicht zu denen. Die haben das Frankreich unten links angegriffen. Aber das Frankreich unten links gehört ja nicht zu dem Frankreich oben. Das ist eine der größten Verwechslungen in der R/Place-Geschichte. Oh my god, it's a pixel blitzkrieg on the French flags. This is insane. Nein. Und so trat der Bündnisfall ein. Auf dem Place.de Discord wurden alle Arbeiten pausiert und die deutsche Community wurde zur Hilfe in die französischen Flaggen des Nordens geschickt und es funktionierte. Während im Süden ein stetiges Hin und Her aus Angriffen und Abwehr... They're still putting up a fight though. France is still putting up a fight. Herrschte, konnten die gemeinsamen Communities in der oberen Hälfte nicht nur den Angriff nach einiger Zeit zurückdrängen, sondern auch die Kunstwerke, die anfänglich zerstört wurden, schnell wiederherstellen. In einem makellosen Beispiel europäischem Zusammenhalts setzte man sich für seine Nachbarn ein, wie für die eigene Flagge, und als dann irgendwann die Streamer die Lust wieder verloren hatten, stand alles da wie vorher. Auch wenn die Communities alles unabhängig voneinander errichteten, wurden im Ernstfall keine Mühen gescheut, um im Sinne der Allgemeinheit zu handeln. Ein Paradebeispiel für einen humanitären Akt, wie ihn anscheinend Pixel einfacher hervorbringen können als teilweise echte Menschen. Als letzter Akt dieses Tages wurde dann meiner Community und mir noch die größte Ehre zuteil. Wir bekamen einen Spot auf der Deutschlandflagge für ein Artwork unserer Wahl im Gegenzug für unsere Hilfe. Mit was genau wir uns verewigen wollten, diskutierten wir live einige Zeit, aber wir waren uns doch recht schnell einig, dass der als Maskottchen dienende Polarbär die beste Wahl dafür wäre. Und so mussten wir nur auf ein Approval warten, um Punkt 1 Uhr nachts am 4. April 2022 dann Folgendes zu tun. Okay Leute, das ist die letzte große Aktion für heute. Wow. Da ist es! Wow! Woo! Schick rein, schick rein. Es kommt! Es kommt! Ist aber noch nicht los. Vier Minuten. r/place.de. Danke, Leute. Danke. Ich freue mich. Ich freue mich so hart. Zwei Tage lang haben wir schon mitgekämpft und wir kämpfen noch bis morgen mit hier auf der ganzen Deutschlandflagge. Und der Polarbär dafür, das ist er komplett. Es passiert schon. Let's go! Okay, Leute. Sucht euch einen Pixel und platziert ihn. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ein weiterer Tag ging also zu Ende auf der Leinwand, die letzten drei Tage unser Zuhause war, und die deutsche Seite legte sich größtenteils schlafen. Wie auch die vorherigen Nächte füllte sich die Deutschlandflagge, sobald es in der Bundesrepublik dunkel wurde, mit einigen schönen und auch anderen nicht so schönen Werken. Oh my god, look at all the little tiny cartoons now that are in the Deutsche Flag. Und inzwischen mag ich diese Dynamik sogar ganz gerne, denn ohne diese würden wir nicht so etwas Befriedigendes wie das hier zu sehen bekommen. Oh. Auch solche Aktionen wie... Oh. Here comes the great deletion again. Die wir übrigens organisiert über den Discord an jedem Tag. Und zu diesem Zeitpunkt fiel diesbezüglich auch noch ein jetzt schon legendärer Satz. Ich zitiere, wir übermalen die Herzen, die sind nicht genehmigt. Deutsche Bürokratie, wie sie lebt und lebt. So brach also der vierte und wie sich zu diesem Zeitpunkt bereits langsam rumsprach, auch letzte Tag des Places an. Alle Parteien wappneten sich nach und nach für einen finalen Kampf um jeden Pixel. Aber vorher durfte es für die deutsche Community nochmal etwas Kunst sein. Viel davon. Sehr viel. Geschmückt wurde mit viel hübsch aussehenden Ideen, einer Regionalbahn, die in eine Mario-Röhre fährt und damit vielleicht endlich mal pünktlich kommt. Oh, what do we got here? Got a polar bear, we got some Jäger, we got some pumice, we got some Wurst, we got a hamburger, we got some beer. All the essentials. Kommt Currywurst und Pommes, eine Flasche Jägermeister, die den Polarbären regelmäßig traurig gemacht hat, das Grundgesetz, Heimblöd und Captain Blaubär, das ein oder andere Gebäude, das man vielleicht schon mal gesehen hat in echt, aber hier wenigstens in weniger als 16 Jahren errichtet wurde, sowie viele weitere schöne Elemente aus der deutschen Kultur. Und dann gibt es noch die zwei. Deren Geschichte ist etwas komplizierter. Die beiden Autos hier aus Cars hatten tatsächlich einen eher strategischen Nutzen als einen ästhetischen. Direkt darunter ist nämlich eine wilde Kussi zu beobachten. Das Herausfinden der Begriffe, aus denen sich dieses Wort zusammensetzt, überlasse ich einfach mal eurem eigenen Gehirn.
Und diese Schöpfung quasi direkt aus der Bibel gezogen, stammt von dem bekannten Streamer Hassan. Dieser hat sich, wie auch zuvor in diesem Video zu sehen, zwar nicht unbedingt immer positiv über Deutschland geäußert, hat uns aber auch nie angegriffen und mehr oder weniger mit dem Errichten direkt neben unserem Staatsgebiet zumindest nicht entgegen dieser Prinzipien gehandelt. Als Zeichen des Friedens in der Gewichtung dem Geschenk der Freiheitsstatue gleichkommend, beschloss man auf der deutschen Seite daher also einen VW-Käfer mit ein paar Augen darüber zu bauen, sowie ein kleines gelbes Gefährt in Zusammenarbeit mit den Italienern dazuzustellen. Und so wurde dieser Abschnitt zu einem harmonischen Gesamtprodukt aus Ahegao Auto und Kultur in Animationsfilmvorlagen verpackt. Zu dem zweiten, etwas interessanteren Artwork gibt es allerdings eine noch bessere Geschichte. Wenn man sich dieses Blatt anguckt, erkennt man mit nur etwas mehr Flaggenkenntnis als Menschen wie Peter Smits recht schnell. Oh, dude, that's so mean. Making a leaf like that when Canada's just struggling every single time they have r/place, that's just mean. Perfect leaf. Dass es sich hier um Kanada handelt. Daraufhin fragen sich viele sicher berechtigterweise, was das Ahornblatt der Kanadier auf der deutschen Flagge zu suchen hat. Nun, es hat keine taktischen Gründe, ist keine Zusammenarbeit und dient auch sonst keinem übergeordneten Zweck. What is this? Es ist ein reiner Flex. Ein Winkelschleifer erster Güte. Denn was ich euch bisher nicht erzählt habe, ist, dass eines der größten Memes auf dem gesamten Canvas in 2022, die kanadische Community war, die es bis zum Tod verzweifelt versucht hat, über die gesamten 4 Tage auch nur einmal ihr Ahornblatt in der Mitte der Flagge fertigzustellen, aber es bis zu diesem Zeitpunkt kein einziges Mal geschafft hatte. Und humorvoll, wie die Deutschen so sind, dachte sich, ach, da demonstrieren wir mal, wie viel besser wir sind. Und zogen das Ding sogar mit komplizierter Färbung innerhalb von 10 Minuten hoch. Und schon hatte Deutschland ein kanadisches Ahornblatt, aber Kanada nicht. Wundervoll. In dem Zustand, in dem ihr die Leinwand nun gerade seht, war es in Deutschland mitten in der Nacht am 5. April. Zu erkennen vor allem daran, dass sich die Flagge langsam wieder mit kleinen Pixelarts füllte und das Tempo sie etwas verlangsamte. Wow. Doch den Ambitionen der Flaggenbekleckerer sollte diese Nacht ein Strich durch die Rechnung gemacht werden. Ein dicker weißer Strich. In dem Wissen, dass nicht alle Zeitzonen sich gleich gut in den letzten Stunden und Minuten um die verbleibenden Pixel prügeln können und in Anbetracht dessen, dass vieles bei dieser zweiten Version von r/place bereits anders lief als beim ersten Mal, beschlossen die Entwickler nämlich etwas Unerwartetes zu tun. Plötzlich konnten nur noch weiße Pixel gesetzt werden. Oh snap. Just white pixels. What's gonna happen? Oh, I love this Erst music. Aus I'm so Fehler. Scared. Viele waren sich nicht sicher, doch nach und nach sprach es sich um. Mehrere Stunden first. Vor Ende ließen die Devs uns allen eine Wahl. Nur noch weiß ist verfügbar. Die Farbe, mit der alles begann. Haltet ihr euch zurück und konserviert den Zustand, wie er jetzt ist? Oder siegt die Anarchie und alles wird nach und nach in weißen Pixeln bedeckt? Nun, am Ende des Tages sind wir im Internet. Wait a minute. Does that say Derner in the middle? Und als ein Nutzer mit den weißen Pixeln das Wort Don't als ein Appell zum Aufhören in die Mitte schrieb, wurde dies innerhalb von Sekunden zu dem Wort Döner transformiert. Und ich denke, damit beantwortet sich die Frage schon selbst. Es dauerte nicht lange und heiß umkämpfte Gebiete. I wonder who it was that changed it to Derner. Wir waren bereits nicht mehr wiederzuerkennen. Die französische Streamerflagge sowie das OSU-Logo, die stets angegriffen wurden, konnten sich nur mit weißen Pixeln nicht mehr verteidigen und verliefen so beinahe sofort mit dem Hintergrund. Weiße Pixelarme oder das Anti-Void, wie viele es direkt krönten, breitete sich von einer Ecke zur nächsten aus. Niemand blieb verschont. In einem mehrstündigen Prozess verschwand jedes Zeugnis von Farbe auf der Leinwand, die hunderttausende Menschen tagelang platzierten, und in den frühen Morgenstunden sah r/place wieder so aus wie in den ersten Sekunden des 1. Aprils. Wow. Alles endet irgendwann. Und so schließt sich auch das Geschichtsbuch der deutschen Community, die sich im Jahre 2022 zusammenraffte, um Großes zu vollbringen und mit makellosem Zusammenhalt und Kooperation bewies, dass wohl doch noch etwas Hoffnung in die Menschheit besteht. Wenn man das interpretationstechnisch mal wieder komplett übertreiben möchte. Aber das möchte ich an dieser Stelle einfach gerne. Ich danke allen, die dabei mitgemacht haben und euch in diesem Video für die Aufmerksamkeit. Und tschüss. Wow, what a wild ride that was. That was amazing. I am fascinated by Reddit's r/place. I can't wait for new videos to come out about it as they keep having more and more r/place events. And I'm going to be covering all of them, that's for sure, because like I said, I'm fascinated by it. So if you are too, then be sure to subscribe and check back for more videos about r/place. And a bunch of other stuff. We got new videos every single day. So if you're already watching the videos, you might as well subscribe. Come back every single day. But at any rate, that's all the time I have for today. If you're interested, you can check the links in the description to all the other parts of this video, as well as my other socials, including my vlog channel. Thank you guys so much for being here. And as always, I'll see you guys tomorrow. Peace.